Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zum Early Access von Varno. Ich habe mir jetzt mal mein erstes Deck der Third Armored Division selber zusammengestellt, habe das ein bisschen angepasst zu dem Standarddeck, was wir dabei haben. Wir gehen mal kurz hier durch, bevor wir auch gleich eine Schlacht mit der Division schlagen werden. Bei den Logistikeinheiten habe ich nicht viel verändert, eigentlich gar nichts. Es ist alles gleich geblieben, so wie es auch bei dem Standarddeck ist. Man hätte überlegen können, hier ein oder irgendwas rauszunehmen. Der Punkt ist dabei, dass ich einerseits die Versorgungseinheiten haben will, andererseits aber auch zum Beispiel die Offizierseinheiten, um die Möglichkeit zu haben, relativ zügig auch und kostengünstig die Punkte einzunehmen. Infanterie, hier habe ich glaube ich ein bisschen abgespeckt, beziehungsweise auch relativ viel unverändert gelassen. Die Infanterie ist halt wichtig in Wäldern etc. Vor allen Dingen die Infanterie mit den Panzerabwehrwaffen ist natürlich ganz spannend für uns. Die Ingenieure hier, die könnte man noch rausnehmen. Die haben halt keine Panzerabwehrwaffen dabei, deswegen sind die immer so ein bisschen fragwürdig. Aber insgesamt hier die restlichen dann auf jeden Fall mit Panzerabwehrwaffen und auch hier mit den mit der Mechanisierung. Bei der Artillerie habe ich ein bisschen abgespeckt. Mal gucken, ob wir die jetzt mal auch ein bisschen einsetzen können. Die haben ja auch diese wunderbaren Befehle, dass die automatisiert Einheiten angreifen, die aufgehen, dass man sie nicht selber befehligen müssen. Bei den Panzern habe ich aufgestockt, noch mehr Abrahams oder Abrams da mitgenommen, dass man da auch ein bisschen mehr Kampfkraft hat. Bei der Aufklärung sind wir auch erstmal gleich geblieben, wobei man hier auch überlegen könnte, den Aufklärungshubschrauber oder die Infanterie-Scouts ob man die nicht rausnimmt, weil die, den könnte man auch noch einen Transport geben, da kosten sie aber mehr. Sind aber natürlich gerade im Late-Game oder im Mid-Game besser einsetzbar, weil ansonsten brauchen die immer so ewig, bis man sie an die Stelle hat, wo man sie hinhaben will. Flugabwehr haben wir ein bisschen abgespeckt, nichtsdestotrotz Gatlings, Raketen, um uns hier auch gegen Flugzeuge und Hubschrauber zu wehren. Denn bei den Hubschraubern habe ich aufgerüstet, ihr seht es schon, mehr Apaches, damit wir ja gut mit den Hubschraubern arbeiten können, denn die sind glaube ich relativ stark, vor allem wenn wir sie auch noch beschützt bekommen. Bei den Flugzeugen haben wir ein bisschen abgespeckt, wir haben ein bisschen umgebaut, zweimal Thunderbolt jetzt dabei, die Phantoms habe ich beibehalten als Flugabwehr, Luft-Luft-Raketen haben die ja dabei und hier die F-111 als ja, ungelenkte Bomben, Bomber, also Jagdbomber, um da schnell mal entsprechend Bomben abwerfen zu können. Damit werden wir jetzt gleich mal in die Schlacht ziehen und mal gucken, wie gut oder schlecht das Ganze funktioniert. So, wir sind wieder auf der gleichen Karte wie bei der letzten Schlacht, glaube ich. Wir wollen natürlich nicht automatisch aufstellen, sondern wir wollen unsere Einheit. Achso, diesmal stellt er sich bloß links auf. Beim letzten Mal hat er sich ja komplett rechts aufgestellt und wollte auf Alpha drücken und hat das irgendwie total vermasselt, der Kollege. So, wir stellen. Kurz bei der Infanterie gucken. Die mechanisierten Rifles Leader sind teurer als der Kollege hier. Zack. Und jetzt ist die Frage, welche Punkte wir als erstes wollen. Eigentlich hätte ich gerne. Ihn dorthin gerne und einen weiteren Leader bitte hier hoch, damit wir uns die Punkte erstmal sichern. So, Infanterie beziehungsweise erstmal Aufklärung. So, die Scouts, das Schöne, sind natürlich jetzt teurer und können tatsächlich dadurch, dass sie jetzt mechanisiert sind, das ist interessant. Hä? Warum kann ich sie aufgrund der Mechanisierung jetzt nicht mehr in die vorgezogene Position stellen? Bei ihm hier geht das noch. Das ist ja echt strange. Okay, dann du dahin. Das ist echt witzig. Wir sehen schon, hier es gab ein Patch. Ne? Die Menüs sind ein bisschen größer geworden. Ansonsten auch ein paar Balancing-Sachen. Wenn ihr euch für die Patch-Notes interessiert, schaut gerne mal beim offiziellen Discord vorbei. Dort gibt es auch einen Varno-Channel, wo entsprechend auch die Infos gepostet werden. Aber ich bin echt ein bisschen desillusioniert, dass die Scouts jetzt tatsächlich
dass die einfach nicht mehr in der vorgezogenen Stellung aufgestellt werden können. So. Wo stellen wir euch denn mal hin? Stellen euch mal dahin. So, wir geben da ein bisschen Infanterie oben mit da rein. Am besten zwei von denen. Warte mal, machen wir anders. Stellen wir hier so schön auf die Straße auf. Und die haben auch, glaube ich, Ach nee, das ist. Wir haben letztes Mal hier oben auf dem Punkt gespielt, auf der anderen Seite von der Karte, glaube ich. Ich habe mich schon gewundert, warum hier so wenig Wald ist. So, wir setzen die da in das Gebäude rein. Und jetzt haben wir noch 335 Punkte. Da würde ich mir jetzt gerne einen Panzer dafür holen. Und den würde ich jetzt gerne hier aufstellen. Wobei, gehen wir mal mit N hin. Jetzt haben wir noch 110 Punkte. Hubschrauber gibt es dafür, glaube ich, nicht. Doch, den günstigsten Apache gibt es dafür. Okay. Gut. Dann versuchen wir mal unser Glück. Ich finde es gut, dass dass das Menü hier unten einfach größer geworden ist. Grundsätzlich habe ich auch das Gefühl, dass das Spiel schneller als Steel Division ist. Aber das kann auch täuschen. So wichtig ist jetzt zu Beginn erstmal, dem Gegner einiges an Punkten wegzunehmen oder so einen Punktevorsprung aufzubauen. Ich hätte gerne hier ein paar Scouts noch eingestellt, damit die hier die Straße längs spotten können, wenn hier Infanterie in dem Gebäude steht. So, der Panzer, der Scout geht dann mal hier vorne hin. Noch haben wir keinen Gegnerkontakt. Das ist schon mal gut. So, jetzt müssten wir aber gleich anfangen, Punkte zu sammeln. Genau, plus 2 ist es jetzt schon. Plus 4, wenn er den Punkt hier mal noch einnehmen würde, wäre es irgendwie echt super. Dann wären wir nämlich schon bei plus 6. Da hätten wir schon mal so einen kleinen Vorsprung. So, stehen die jetzt... Die Trucks stellen wir mal dahinter. Sind die jetzt beide in dem Gebäude? So, Aufklärung. Ich hätte gerne hier Scouts. Und ihn... Kann man ihn in den Wald stellen? Stell dich mal in den Wald als Offizier. Vielleicht geht das. Oder, nee, warte mal. Wir machen was anderes. Wir stellen ihn mal dahin. Dann gibt er nämlich noch einen Bonus auf die Kampfkraft. Und den Scout hier stellen wir mal dort rein. So, wir haben 200 Punkte wieder. Wo ist unser Apache? Der fliegt dort. So, Logistik. Holen wir uns auch schon mal einen Truck auf eine leicht vorgeschobene Position, dass der Apache nicht immer so weit fahren muss. Und Flugabwehr hätte ich jetzt auch schon mal gerne. Hier auf der Position. So, das ist das, was ich bei der KI ganz oft beobachte. Er pusht halt nach vorne. Aber er nimmt die Punkte dabei nicht ein. Und das hat uns in der letzten Schlacht ja schon so ein bisschen vor Probleme geführt. Zumal der Gegner jetzt auch teilweise dann die Punkte halt auch natürlich einnimmt. Klar, warum auch nicht. Deswegen gucken wir erstmal, dass wir uns den Punkt sichern. Auch wenn wir jetzt dafür... Das ist halt teuer, diese Offizierseinheit, ne? Und das führt dazu, dass wir selber natürlich keine Kampfeinheiten so richtig aufs Feld führen können. Im Moment haben wir noch keinen Gegnerkontakt. Das ist der einzige Gegnerkontakt, den wir haben, ist der, den der Gegner hat. Also den unser Partner hat mit dem Gegner.
fight is ours. War Daddy to Red Leader. I'm listening. Let's hope there won't be any enemy air defense. The captain and his crew welcome you aboard. So, wir führen mit plus 4, aber wenn wir mal hier ein bisschen Gas geben, dann wird man gleich mit plus 6 führen. So, wir stellen mal hier auf der Seite noch einen Panzer auf. Und packen hier auch nochmal einen Scout mit rein. So, der nächste Apache ist im Anflug. Da kommt ein Hubschrauber jetzt hier hoch. Das ist natürlich nicht so geil. So, kriegen wir die raus? Yes. Checklist completed. Ready to go. Just point the target. So, ich finde die Hubschrauber halt echt stark, wenn man sie halt wirklich beschützt kriegt mit Flugabwehr. So, wir müssen aber halt immer Logistik im Auge behalten hier. Backwards? Oh ja, hier. Da gehen meine Scouts raus. Hat das Spiel gerade geruckelt? Ah, wir kriegen Unterstützung, das ist schon mal gut. Da kommt jetzt ein Hubschrauber, das ist ein bisschen ekelhaft. Weil wir gegen den nichts machen können. Übrigens plus 4 nur noch, weil er hat den Punkt hier nicht eingenommen. Was ist das denn? So, der geht da raus. Sehr gut, wir haben den Punkt verteidigt. Das ist wichtig. So, Flugabwehr brauchen wir hier aber trotzdem. Da kommen nämlich schon die nächsten. So, die Hubschrauber. Setzen wir da mal mit ein. Hier kam ja noch ein T-80. So, jetzt sind wir wieder bei plus 6. Der Gegner hat immer noch nur seine Startpunkte eingenommen. Ah, da. Let's fly. At your orders. Der Panzer da bewegt sich durch den Wald durch. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. So, der, ich stelle ihn mal ganz an den Rand hier. So, greifen dort den T-80 an. Der wird den Scout jetzt rausnehmen. Ja. So, wie sieht es hier drüben aus? Da ist Ruhe. Nichtsdestotrotz verstärken wir hier die Panzer mal. An den Flanken der Stadt.
Wieso können die Hubschrauber nicht angreifen? Komm, Hubschrauber angreifen. Okay, er geht raus. Gut, wenn die Hubschrauber jetzt gerade hier in dem Gebiet sind, dann schicken wir sie hier mal mit zum Angriff. Artillerie brauchen wir aktuell nicht. Jetzt ist die Frage, ob er hier Flugabwehr stehen hat. Das könnte natürlich jetzt teuer werden. Warte mal, wir müssen mal gucken. Wir müssen mal ein bisschen gucken, dass jetzt hier die Bäume waren jetzt gerade im Weg. So, den BMP, kann man den da rausnehmen? Da kommt noch was durch die Mitte. Eine Infanterieeinheit. So, mal gucken. Wir brauchen ja mal ein Spotting. Ohne ein Spotting brauchen wir mit den Hubschraubern da gar nicht viel machen. Da, T-64. Oder T-80. Nehmen wir es auf den T-80 erstmal. Jetzt wird den Vorstoß erstmal hier aufhalten. Okay, sehr gut. Dann ziehen wir uns hier mal raus. So, der hat die Mitte gepusht. Und wir werden jetzt hier von Artillerie belegt. Ja, er nimmt die Infanterie da komplett raus. Wieso habe ich jetzt eigentlich zwei... Ach, das ist der Offizier. Das ist der Scout. Hatte ich ganz vergessen. So, aber auf der rechten Seite geht's jetzt... Ich wollte gerade sagen, da ist nichts, aber da geht's jetzt auch los. So, wir haben BMP da ausgeschaltet. Oh. Okay. Da verlieren wir jetzt die Mitte. Ziehen die da mal zurück. Wir verlieren den Punkt da jetzt, das ist klar. Aber wir können da auch ein bisschen drauf reagieren, indem wir hier hoch erstmal Panzer schicken und die Hubschrauber hier zum Angriff. So. Es steht... Oh, der Gegner hat noch gar keine Punkte. Wir führen mit plus 2 aktuell. Und ich will natürlich wieder Infanterie hier oben drinne haben. So, wir führen den Offizier wieder hier oben rein. Die Flugabwehr bleibt da erstmal stehen. Wir schicken die Hubschrauber hier nochmal zum Aufmunitionieren. Im Moment scheint es hier oben ja ruhig zu sein. Dann holen wir uns den Punkt dort zurück. Wir haben 295 Punkte, dafür gibt es erstmal noch einen weiteren Apache oder den Super Duper Apache. Wir nehmen den Super Apache, den noch nicht den Super Duper. So, der Offizier fährt da wieder rein. Okay, Artillerie haben wir jetzt noch gar nicht gebraucht. Wenn wir den Punkt haben, führen wir wieder mit plus 4. Ah, guck mal, da kommt ein Hubschrauber. Aber der wird ja von unserer Flugabwehr, von der KI angegriffen. Das ist gut. So, was ich gerne mal machen würde, wäre... hier die Panzer weiter ranführen. Die Hubschrauber müssen halt, brauchen Benzin, so wie es aussieht. Sehr schön, dann machen die Abrams. Da steht eine Artillerie. Da geht der Scout instant raus. Das
Los, kommt. Die Artillerie da bitte. So, da geht einer von den Hubschraubern raus. Aber die Arti kriegt man nicht. Na los, die Artillerie. Die kriegt er nicht so richtig. Dann nehmen wir erstmal hier den Scout raus. Yes, okay, Rückzug. Wir brauchen jetzt hier einen neuen Aufklärer. Oh wow, die nehmen beide... What? Die nehmen beide Panzer raus. WTF. WTF. So, hier unsere Apache. So, da geht's hier weiter. So, hier waren ja jetzt war noch ein Panzer. Wir haben den Punkt trotzdem. Plus zwei nur noch. Wir haben... Ah, er hat doch den Punkt eingenommen. Okay. So, wir haben aber einiges an... wir holen jetzt mal eine Artillerie rein. So, hier den T-80. Haben die jetzt die Infanterie sich gegenseitig mit dem Panzer rausgenommen? Ne, da ist noch da, der T-80. Der nimmt beide Infanteristen da noch raus, okay. Ach, da sind noch Infanteristen, deswegen. Naja, aber solange wir die Punkte erhalten, plus zwei... So, auf den T-80. Unser Apache. Yes, der geht raus. Sehr schön. Der kann dann hier wieder landen. Jetzt hat er den Punkt auch noch. Und damit führt der Gegner jetzt wieder mit plus... Ah, wir haben hier instant den... den Offizier da rausgenommen. So, über die Bergkuppe drüber auf den T-80. Komm schon. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Befehle irgendwie ein bisschen ignoriert werden. Weiter. Warum nimmt er eigentlich die Luftboden und nicht die Bodenboden? Warum denn nicht die hier? Warum schießt er erst da?
komm schon. Okay. Wow, da geht der nächste Panzer raus. Natürlich auch wieder schlecht. Wir führen mal den einen Apache hier hoch. So, wir brauchen den Apache hier oben. Wir führen wieder mit plus 2. Da kommt, das ist, was macht er denn da mit dem Offizier, ey? So. Er nimmt wieder alles raus, was da an Infanterie steht. Also irgendwie, Infanterie habe ich nicht so wirklich Talent. Gibt er den T-80 da? Komm schon, der muss, der mindestens der muss raus. Aber den, solange wir den Punkt halten, wir sind bei 1788. Sieht es hier auf jeden Fall ganz gut aus. Aber irgendwie das mit der Infanterie im Wald, das funktioniert irgendwie nicht so. So. Setzen Sie mal dahin. Gut. Aber solange er den Punkt nicht wieder einnimmt, ist eigentlich alles gut. Oh, guck mal, da ist noch jemand. Hallo, der T-80 lebt ja noch. I think I've been hit vom T-80 oder was? Warum schießt der immer erst die M151 und dann erst die Hydra und dann erst die Hellfire? Was wird denn das, ein Quatsch ist? Irgendwie hat er keinen Schuss. Jetzt ist er weg, okay. So, dann hier landen. Wir brauchen da mehr Supply Trucks. Der ist, glaube ich, leer. Das heißt, der geht mal hier hinter. Wir holen mal mehr Panzer hier rein. So, dann nehmen wir hier mal die Hellfire jetzt gegen den T-80. Wo ist eigentlich unser anderer Apache? Der ist hier. Den können wir nochmal starten lassen. Also was man hier merkt, definitiv, man muss auch die Höhe der Einheiten, also der Schrauber entsprechend beachten, beziehungsweise die Sichtlinien. Das ist nicht ganz so trivial. So, 1908 Punkte plus 2. Also das heißt, Bäume können da schon verhindern, dass der Apache einen Sichtfeld hat und damit auch ein Schussfeld. Jetzt kommen die doch schon wieder durch die Mitte. Okay, aber der kann den T-80 da rausnehmen. So, der nächste Panzer dort. Die ging irgendwo in die Walachei. Sehr schön, den haben wir ausgeschaltet. Jetzt kommt der Hubschrauber in die Mitte. Ach, der T-80. So, der nimmt den Hubschrauber raus, aber den T-80. So, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, wie viel kommt denn da noch? Er nimmt unseren raus. Shit. Nicht gut. So schnell landen. Na, der ist eh leer. Okay, dann direkt hier hoch mit dem Hubschrauber. Und mit dem hier auch bitte. Da kommt eine Artillerie. Wir
Ah, und da ist es durch. Okay, das war ja ein bisschen spannender als so die letzten Male. Wir machen 3400 Kills, aber auch entsprechende Verluste. Der Gegner boah, macht sogar mehr Kills teilweise. Unser schwerer KI-Kamerad macht ja fast 1:1 das Verhältnis von Kills zu Verlusten. Also auch relativ gut. Das mit den Befehlen haut irgendwie noch nicht so ganz hin, oder? Die Punkte, die wir gesammelt haben? Ne, das haut von hinten nicht hin. Aber wir sehen schon, so je länger die Runde läuft, desto schwieriger wird es mit den Punkten. Ist jetzt hier noch gut ausgegangen, aber beim letzten Mal ging das ja auf jeden Fall auch in die Hose. Ja, Fazit ist, das neue Deck funktioniert einigermaßen. Zumindest gegen die KI. Das mit der Infanterie ist ein bisschen strange, das verstehe ich nicht so richtig. Hubschrauber sind stark, sie müssen halt beschützt werden. Und dann kann man mit denen doch schon einige gepanzerte Ziele rausnehmen. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namen nicht genannt sind das Game One, Fan, Kulle, Gorwin, Kirtano und Carbine. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.